Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Das Thema des heutigen Videos, wie ihr vielleicht schon lesen konntet, ist nochmal ein Latest Pickup Video mit zwei Hosen bzw. drei, einer Tasche und einem Hemd und am Ende noch die Auflösung des Gewinnspiels. Wer es noch nicht auf dem Snapchat von Tommy gesehen hat, und da würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Also das wäre schon die erste Jeans, die ist von Givenchy. Die habe ich von einem Freund aus England geholt, weil der arbeitet in einem Givenchy Store und das ist eine von der alten Kollektion, die hat noch eine übrig und ich habe gefragt, ob er mir die holen kann. Retail war glaube ich 400 und ich habe 200 dafür gezahlt. Ich zeige euch gleich nochmal die Details, es ist eine Größe 30 und ja. Ja, und die Hose hat hier hinten ganz normal Zips. Ähnlich wie diese FOG oder H&M Hosen, nur dass der Zip eben hinten an der Hose ist und nicht an der Seite. Ich kann euch den mal kurz aufmachen. Qualität von dem Zip ist mega, mega gut. Und dann hier eben nochmal der Givenchy Tag. Und ja, Größe 30. Und hinten eben noch so kleine Details mit der Naht hier oben. Hier. Und ja. Die Hose habe ich jetzt zwar schon länger, aber habe die irgendwie nie getragen und deswegen versuche ich die gerade auch zu verkaufen. Wer daran Interesse hat, soll einfach beim Kleiderkreisel-Account von meinem Bruder vorbeischauen. Den verlinken wir euch unten in der Infobox. Ich will eigentlich nur so viel, wie ich für die Hose gezahlt habe, 200 Euro. Ich habe die ein einziges Mal getragen und wie ihr seht, die Hose sieht komplett aus wie neu und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Teil. Jo, die nächste Hose ist von Represent. Die haben uns beide einmal geholt, einmal in der 30 und einmal in der 32. Das ist eine ganz normale Hose mit Zips hier unten an den Seiten. Zu der Hose kann ich sagen, der Stoff ist meines Erachtens kein richtiger Jeansstoff, sondern eher so ein Chino-Stoff. Die Qualität von den Reißverschlüssen ist auch extrem gut. Ihr seht hier, das sind Riri-Zips, das sind die zweitbesten Reißverschlüsse, die es momentan auf dem Markt gibt. Und die Reißverschlüsse sind ein bisschen anders als bei der Givenchy-Hose, und zwar sind die innen vernäht, das heißt man sieht die nicht richtig. Und wie gesagt, sind Riri-Zips, das heißt die gehen extrem, extrem leicht auf und zu. Genau hier vorne, ganz normaler Knopf von Represent, innen der Tag. Und das hier hinten fuckt mich ehrlich gesagt ein bisschen ab, und zwar gibt es nur eine Hosentasche, also auf der Seite ist keine und die hat oben einen Reißverschluss, das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven. Aber sonst, der Fit von der Hose ist extrem geil, den kann ich euch gerne nochmal an mir zeigen. Und ja, preislich weiß ich nicht genau, ich glaube 135 Euro plus Versand. Wir verlinken euch die Hose einfach mal unten und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Teil. So, schon zum nächsten Teil. Ich hoffe, ihr hört die coolen Motorradgeräusche draußen nicht. Falls doch, entschuldige ich mich dafür, aber der fährt schon seit 20 Minuten darum, deswegen habe ich keine Lust, bis morgen zu warten. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Und zwar hat sich mein Bruder eine Vintage MCM-Tasche geholt. Die ist ungefähr 30 Jahre alt. MCM ist zwar dead, aber er hat zu mir gesagt, er holt sich die, und wenn er mal wegfährt, irgendwo hin, damit er was reintun kann oder wenn wir shooten gehen, weil wir haben irgendwie nie eine Tasche, wo wir das ganze Zeug reintun. Und ja, wie gesagt, die Tasche ist 30 Jahre alt. Hat einen neuen Zip, also der Zip wurde ausgetauscht, der YKK-Zip. Wie gesagt, Riri und YKK sind so die zwei besten Zips, die es eigentlich auf dem Markt gibt. Dann hier vorne nochmal die ganz normale MCM-Plakette. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Qualität ist eigentlich noch saugut für eine MCM-Tasche und neu würde die jetzt momentan ungefähr 1000 Euro kosten und für 200 kann man das eigentlich mal machen, würde ich sagen. Und das letzte Teil wäre das FOG Flanell hier. Und ja, das ist original, ich zeige gleich nochmal den Tag. Hat 470 Dollar gekostet, habe ich jetzt in Größe M. Zeige euch auch gleich, wie es fittet. Ja, wie gesagt, hier seht ihr den Tag. Ist von der 4th Collection von diesem Jahr. Qualitätstechnisch finde ich es eigentlich ganz nice, bis auf die komischen
Fäden hier gehen mir extrem auf den Sack. Also das zieht halt überall so Fäden an den Löchern, beziehungsweise da, wo die Knöpfe reinkommen. Aber an sich ist das eigentlich der Stoff von dem Flanell ganz gut. Extrem dünn, was ich eigentlich mag, weil man auf White Flanell wenn man auf wenn man auf White Flanell extrem dick ist und ich eben was für den Sommer gebraucht habe, deswegen habe ich mir das geholt und ja, ich habe heute ein paar Spaß damit. So, also das war's jetzt mit den vier Sachen. Nun kommen wir zur Auflösung des Gewinnspiels. Und zwar haben wir bei unserem quasi 3000 Abonnenten-Special eine kleine Verlosung gemacht, und zwar von den zwei VW-Shirts. Wer das Video nicht gesehen hat, wir verlinken euch das nochmal unten. Und zwar war da die Bedingung, dass ihr uns einfach auf YouTube und Insta folgt. Insta können wir euch ja auch nochmal schnell verlinken. Ja, und gewonnen haben der Lauren Querimi und Leander Clement. Die beiden wurden von uns schon auf Insta angeschrieben und durften sich eben eins der zwei Shirts aussuchen. Und die wurden von uns jetzt eben, beziehungsweise werden morgen verschickt. Und ja, solche Gewinnspiele werden in nächster Zeit mal ab und zu wieder folgen. Also stay tuned. Ja, also das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einfach eine Bewertung da. Und am nächsten Sonntag kommt ein neues Videoformat. Seid gespannt. Und übernächsten Sonntag kommt wahrscheinlich nochmal ein Latest Pickups über Schuhe. Und jo, haut rein.